Am Ende der Faschingszeit wurde nochmals so richtig gefeiert. Auch Bürgermeister Hannes Fazekas mischte sich unter den Faschingsgästen in der VIP-Lounge im Multiversum. Hätten Sie ihn auf Anhieb erkannt? Ich denke schon, dass die Flächer da faschingsbegeistert sind. Es gibt doch einige Veranstaltungen in Schwechat. Ein paar Veranstaltungen für die Kinder, das ist diese Kindermaskenbälle von den Kinderfreunden zum Beispiel. Und die Stadtgemeinde Schwechat, die auch immer wieder so Veranstaltungen organisiert, so wie heute. Und ich denke, dass die Schwechat da schon feiern können. Sie sind heute freiwillig hier? Ja, ich bin freiwillig hier, bin mit meiner Frau da. Und das ist jetzt einmal ein bisschen Abwechslung, weil unser Sohn ist noch sehr klein. Und die Oma war so lieb und passt auf und jetzt können wir ein bisschen abtanzen und ein bisschen relaxen. Herr Bürgermeister, ich persönlich habe Sie nicht auf den ersten Blick erkannt. Ist das jetzt ein neuer Style, der Bürgermeister mit Schnauzbart? Naja, vielleicht kann man ja eine neue Modeform kreieren. Der Bart war ja schon vor vielen, vielen Jahren ganz aktuell. Zumindest in meiner Jugendzeit war das ein Must. Ein kleines Bärtchen, das ist ja schon ein wenig mehr. Aber ich glaube, nach dem heutigen Abend wird er wieder weg sein. Ich sehe Sie im Kostüm eines Cowboys. Wieso dieses? Naja, ich muss ganz ehrlich sein, ich habe nichts anderes zu Hause gehabt. Aber ich bin auch nicht so der Verkleidungskünstler. Aber ein bisschen was muss man schon, glaube ich, bieten. Und wenn man sich da die Verkleidungen anschaut, das ist das erstens einmal ein wahnsinnig hoher Verkleidungsgrad. Es sind ganz wenige nur da, die nicht verkleidet sind. Und extrem vielfältige Kostüme und mir gefällt das da sehr gut. Haben Sie schon irgendwas gesehen, wo Sie gesagt haben, den hätte ich jetzt gar nicht erkannt? Das ist ja das Wesen der Maskierung, dass man manchmal sehr lange braucht, bis man jemanden erkennt. Es sind ein paar gute Dinge dabei, so wie wir das angesprochen haben. Es gibt schon ein paar interessante, die ich beim ersten Anblick nicht erkennen konnte. Aber dann beim langem Hinschauen, dann geht das schon. Wieso haben Sie denn das Kostüm eines Mexikaners heuer gewählt? Das haben wir deshalb gewählt, weil wir eine mexikanische Gastschülerin bei uns zu Hause haben für ein Jahr. Und wir haben uns gedacht, wir wollen ihr einmal zeigen, wie ein richtiger Mexikaner aussieht. Die Faschingszeit ist ja heuer besonders kurz. Was würden Sie sagen? Ist das wirtschaftlich eine wichtige Zeit für Schwechat? Ja, Schwechat ist so sehr ambivalent, was den Fasching betrifft. Was bei uns sehr gut und hervorragend funktioniert, sind die Faschingsveranstaltungen für unsere Kleinsten, für die Kinder. Da hat es ja heute den Faschingsball quasi der Kinder gegeben im Multiversum und am Wochenende im Schloss Freienthurn, da war bestens besucht. Bei uns, bei den Erwachsenen, erkenne ich fast ein wenig eine Müdigkeit. Hier sind schon doch ein wenig Ideen gefordert und wenn gute Ideen kommen, bin ich gerne bereit, die aufzunehmen. Ist man jetzt traurig, dass es vorbei ist? Also ich muss persönlich sagen, ich habe diesen Fasching bis auf heute nicht so exzessiv gefeiert und zweimal waren wir mit dem Kleinen unterwegs und also für mich hätte er noch ein bisschen länger dauern können, aber wenn er vorbei ist, ist es auch in Ordnung.